Servus Jungs, Team Bubble hier. Heute ein Video. Wir haben wieder was bekommen von Ultimate Guard. Ein paar coole Mappen. Die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen für euch. Ja, sehr interessant. Ja, da fangen wir einfach mal an. Fangen wir mit der kleinsten an. Ja. Die 4-Packet Zipfolio heißt die. Die sieht man einfach, also Verpackung ganz normal, Plastik. Die sieht man dann auch, dass es zwei Reihen sind. Ja. Kann 160 Karten in Standardgröße kann man reintun. Hier halt dann ein paar Sachen zur Mappe. Die werden wir dann gleich nochmal besprechen. Auf der Rückseite hier nochmal in verschiedenen Sprachen auch. Ja. Genau, dann machen wir die mal auf. Auch ganz einfach aufzumachen. Außer bei mir. Kommen wir zum Aussehen der Mappe. Ja genau, also wie man sieht hier, Logo rechts oben. Cool, das ist so eingestampft, sag ich jetzt mal. Der Name rechts unten nochmal. Ja. Und auch nochmal das Logo. Eine coole, cooles Design, muss ich sagen. Das ist Xeno Skin. Genau, Xeno Skin. Das ist so rutschfest. Coole Naht, also gut, gut verarbeitet. Man sieht auch hier, dass es Reißverschluss ist. Ja, sprich, richtiger Schutz für die Karten, gegen Staub, gegen Sachen, Dreck in der Tasche. Auch Schutz vom Rausfallen. Finde ich echt cool. Also man kennt es ja, man sieht ja schon, dass es ein Reißverschluss ist. Ein Reißverschluss hat sowieso schon echt einen guten Vorteil, weil viele alte Mappen, die ich kenne von den alten kleinen, dass die Karten halt hier so einfach drin sind, also von der Seite nicht reintun kann und dann nicht von oben. Also das ist immer so ein gutes Vorteil schon, weil früher kannte ich die Mappen so, dass viele Karten auch rausgefallen sind oder rausgerutscht sind. Und deswegen dadurch, dass es einen Reißverschluss hat, hat es auch ein ziemlich guten Vorteil, dass es halt alle Karten einfach nicht rausfallen. So Kleinigkeiten. Kommen wir zu dem Inhalt. Zum Innenleben. Genau, 160, also 160 Plätze haben wir hier drinnen. Aber Doppelsleeve auch. Könnt Doppelhüllen reintun. Karten tut man von der Seite rein. Sieht noch alles sehr edel aus. Alles sehr neu. Genau. Kommen wir zur Qualität. Qualität, Xenoskin. Bedeutet auch, dass es rutschfest ist. Wir tun auch für euch mal ein paar Karten rein. Auch so wie es ausschaut. Genau. Wie man sieht. Hat man auch hier ein bisschen Platz. Es ist auch dadurch, dass ihr auch Doppelhüllen benutzen könnt oder mehrere Karten reintun könnt. Also auch perfekt eigentlich für ein Playset immer. Sieht man auch. Easy leicht reingetan. Genau. Sehr gut. Karten fallen auch nicht raus. Könnt ihr auch sehen, Karten ist perfekt. Und wenn ihr dann die Mappe auch zumacht, fallen sie aus erst recht gar nicht raus mit dem Reißverschluss. Das ist schon echt praktisch. Ja, die Mappe ist sehr handlich, klein. Ich finde die richtig, richtig gut. Gibt es mit Sicherheit auch in verschiedenen Farben. Ja, mit Sicherheit. Cooles Design, cooler, coole Verarbeitung. Magst du mal einen Härtetest durchführen oder irgendwas? Optisch ist auch eher sehr gut. Härtetest ist, schauen wir mal, ob die auch, wenn sie runterfällt, ob das auch hält. Film mal gegen die Wand. Und schauen wir nach, Tati, ist was passiert? Kratzer? Nein, glaube nicht. Schauen wir nochmal, hier jetzt leichte Spuren, aber das ist ja egal. Passiert, wenn es runterfällt. Ja, aber das sind ja nur. Ich habe jetzt auch ein bisschen härter gegen die Wand geschmissen. An sich, das passt alles. Geiles Design, optisch auch sehr gut. Gibt es wahrscheinlich auch in verschiedenen Varianten, in groß und klein. Macht die schon mal echt gut. Machen wir die nächste Matte noch auf. Jetzt haben wir hier eine große, die 8-Pocket Zip Folio. Achso, ja. Ja, können wir machen. Also jetzt haben wir hier mal die 8-Pocket Zip Folio. Das ist auch nur mit zwei einschieben für 320 Standardkarten. Auch sehr Skin. Genau. Dann hier die nächste, das ist die... Das ist die Flexfolio Xeno Skin. Die hat dann drei rein. Genau, das ist so der Standard genau. Eigentlich. Auch für 360 Karten Platz.
eben. Ah, der so, ah, die alte hatte 320 und das hat die 360, also 40 Grad nochmal drauf. Dann kommen wir mal zu einer größeren Variante, die Quad Row Portfolio für 4 Einschübe, auch seitlich kann man reintun für 480 Double Sleeves, also auch richtig viel Platz für bestimmte Sachen. Und dann kommt die größte von allen. Ist auch Quattro Zip Folio, auch für 480 Doppel Sleeves Höhlen Cards. Kann man auch seitlich reintun. Vorteil, der ist mit Zip. Die ist ohne Zip. So. Also was ich interessant finde, ist die hier. Die machen wir jetzt für euch noch auf. Beschreibung steht alles auch drinnen. Hinten sieht ja auch alles nochmal in verschiedenen Sprachen. Ja, mach mal eine auf, Sati. Solange Tati es aufmacht, zeige ich euch nochmal die. Das ist eine, die hat, das ist glaube ich eine Standardmatte, die hat glaube ich jeder. Das ist mit den drei rein. Deswegen machen wir jetzt auch mal die lilane für euch auf, weil die lila nämlich sehr interessant ist, weil die nur zwei rein hat. Jetzt sehen wir auch gleich, warum die zwei rein hat. Also die hat auch einen Zip. Mit Zip auch wieder Vorteil, Karten fallen nicht raus. Sehr geil. Ich finde das Design echt cool. Die haben jetzt hier, die stampfen alle Namen hier rein, auch wie das Logo an sich, finde ich echt cool. Farbe ist richtig geil auch, ja. Sieht man auch hier die Verarbeitung der Mappe. Und bei dem ist es jetzt anders. Sieht man sofort, dass sie jetzt nicht längs sind, sondern quer. Deswegen auch nur zwei. Und das ist dann... Zeigen wir euch mal, wie das ausschaut. Genau, die kann man dann von der Mitte her reintun, also sprich von der Seite. Und dann tut man die halt seitlich so rein. Also ein ganz anderes System, wie man es eigentlich kennt. Ja. Man kann es echt nur längs, es ist quer. Schaut echt interessant aus. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber man sieht auch hier. Wie ihr seht, ihr könnt Karten reintun, genau, wie ihr wollt. Schaut schon geil aus. Also echt interessant. Aber es ist ein bisschen Verwirrung, wie man es machen kann und so. Playset kann man nicht mehr hinkriegen. Naja. Ja, ansonsten hat immer drei. Ja, wenn man. Schaut schon geil aus. Echt cool. Auch wieder schön verarbeitet. Gab es das eigentlich schon mal so? Also ich habe es noch nie gesehen. Echt interessant. Auch nicht, gell? Nee, auch nicht. Schönes Material, wirklich coole Mappe. Klickfest hier. Sehr coole Mappe. Auch jetzt nochmal hier mit. Schauen wir mal, ob es so rausfliegt. Weil das ist ja alles. Also hier ist ja die Öffnung. Schauen wir mal, ob es rausfliegt. Okay, fliegt schon mal nicht raus. Ansonsten könnt ihr auch wieder, seht ihr auch, wie das mehr Platz ist. Ihr könnt wieder auf Playset reintun. Wahrscheinlich gibt es auch erhältlich auch in anderen verschiedenen Farben. Sicherheit. Für euch nochmal der Härtetest jetzt. Härtetest. Werfen wir auch nochmal gegen die Wand. Das war leider runtergefallen. Was passiert, Tati? Nee. Wahrscheinlich machen wir die Wand eher kaputt als die Waffe selber. Nein. Schauen wir, ob die Karten beschädigt sind drinnen auch. Ich denke aber eher nicht. Alles an ihrem Platz. Echt cool. Coole Mappe. Echt gut, ja. Also das Material, ich denke, das Material ist sogar wasserabweisend. Also wenn er mal irgendwie eine Flasche ausläuft oder so, auch mit dem Zip. Hier werdet eure Karten, glaube ich, nicht so schnell nass werden wie die alle anderen Mappen. Kommen wir zu der nächsten Mappe. Und jetzt wollen wir euch die nächste Mappe zeigen, weil die anderen eigentlich recht relativ ähnlich sind. Die nochmal von der Größe her anders. Quad Row, das sagt schon der Name an sich, das Platz für vier. Ja, vier. Auch wieder hier mit Infos für die Mappe an sich. Name, hinten auch wieder die Beschreibung in allen Sprachen. Machen wir mal auf. So, bei der Mappe ist es so, dass sie jetzt keinen Zip hat. Und zwar einfach nur eine Öffnung. Aber an sich. Also jetzt wieder schon geil. Wie bei den anderen ist auch alles schön eingestampft. Ja, auch die Naht hier sieht man. Perfekt cool verarbeitet. Gleich, man sieht, gleich der erste Eindruck ist so, dass es eine Mikrofaser ist. Bei den anderen Wappen war es glaube ich jetzt nicht Mikrofaser, sondern eher. Das ist das. Boah, wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Plastik. Nee. Aber hier ist schön Mikrofaser. Das ist echt schön hier.
Könnt ihr auch beim Tauschen, wenn ihr die Karten tauscht, könnt ihr auch immer hier so drauflegen, eure Karten. Ja, Mann. Hier schon geiles, schon geiles Gefühl. Rutschen auch gar nicht, ja, so wirklich. Hier, ich tausche die zwei gegen die, Alter. Gutes Geschäft. Sehr gutes Geschäft. Minus. Nein. Ja, können wir hier auch mal ein paar Karten. Also seht ihr schon, es ist eine Vierreihe. Also hier sieht man schon, dass es hier die Öffnung ist. Man tut da seine Karten rein, hier rein Karten also rein Mitte, und genau, hier drüben und in hier. In der Mitte von den beiden. Ja. Mal vier Karten rein. Geht alles echt ratzi-fatzi. Echt gut. Ich glaube, es ist ein sehr guter Ordner für Sammler, wenn die alle Karten immer viermal haben wollen. Oder an sich auch die ganze Seite. Überhaupt einfach für Sammler, würde ich jetzt sagen. Echt cool. Echt nice. Wie man hier sieht, auch kein Logo innen drin. Anscheinend reichen die Logos außen. Echt cool. Echt cool. Jetzt schauen wir mal, ob es auch alles rausfliegt oder nicht rausfliegt. Wie ihr sehen könnt, keine Karte fliegt raus. Wieder perfekt Platz für ein Playset mit rein hier. Ansonsten, vielleicht einziges Manko ist, dass es keinen Zip hat. Dafür kann man es aber schneller öffnen. Falls eine Flasche bei euch in der Tasche auslaufen sollte, denke ich, dass ein paar Karten nass werden würden. Ja, mit Sicherheit. Weil die ja nicht geschützt ist wie die anderen mit dem Reißverschluss. Und außerdem hier, da das ja auch hier ein Mikrofaser ist, sprich, der saugt mehr auf als bei dem hier. Das ist halt hier Plastik, sage ich jetzt mal. Und hast halt keinen Schutz, aber mein Gott, da muss man halt einfach aufpassen. Ja. Aber ich denke eher, dass es ein Ort dafür zu Hause ist eigentlich. Ja, weil der ist auch recht groß. Ja, wie man auch da noch sehen kann, wenn ich jetzt so eine Tasche hier habe zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt so eine Tasche habe, passt da eigentlich fast... nicht wirklich rein, ja, dann hängt er meistens draußen, bei den anderen ist es besser, ja. Ja. Werfen wir noch gegen die Wand, machen wir noch einen Härtetest. Nee, das passt schon, er ist genau wie die anderen. Ich würde sagen, vom Fazit her, die Mappe, richtig cool für Turniere, ja, kann man hier seine wichtigsten Karten mitnehmen. Dass diese Mappe in der Größe, sage ich jetzt mal, allgemein für alles. Ja, diese Mappe und die andere Mappe, die großen, eher was für Sammler, die dann zu Hause ihre Karten haben zum Beispiel und schützen wollen. Genau, das war's von uns. Ja. Schreibt es in die Kommentare noch unten rein, welche Mappe euch am meisten gefällt. Genau. Welche Mappen ihr benutzt. Also ich benutze gerne, wie Tati gesagt hat, ich benutze sowas hier gerne, weil ich da alle meine Karten drin habe. Tati benutzt sowas. Ich würde gerne sowas nehmen, ja, für Turniere, richtig geil. Mein Favorit auf jeden Fall diese Mappe hier. Sehr praktisch, sehr handlich. Richtig cool. Auf jeden Fall echt coole Mappen. Nochmal Dank an Ultimate Guard, dass sie uns das zugeschickt haben. Schaut auf jeden Fall vorbei bei denen. Holt euch ein paar Mappen. Und denkt dran, Spiel und Spaß mit Ultimate Guard. Hey Jungs, Servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.